Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns auf Voss, diesmal in dem östlichen Gebiet. Und ja, wir werden hier nochmal ein, zwei Quests annehmen, beziehungsweise werden hier oben mal mit Moorbeck Gen sprechen. Der wird uns noch neue Anweisungen geben. Serevin hält sich für besonders schlau und täuscht Interesse an den Geheimnissen des dunklen Herzens vor. Er weiß die Genialität meiner Arbeit nicht zu schätzen. Wie komplex doch die dunklen Mächte sind. Ich leiste die wichtigste Arbeit auf Voss. Wer im Namen des Imperators seid ihr? Ich bin ein Sith Lord. Ich bin im Auftrag des Imperiums hier. Ich muss in das dunkle Herz. Sith, Sie denken alle, dass Sie die Macht kennen, aber ihr könnt nicht begreifen, was wahre Macht ist, bis ihr im dunklen Herz wart. Ihr solltet nicht hier sein. Die dunkle Macht an diesem Ort wird euren Verstand in tausend Teile zerschmettern. Ich muss jeden Tag mehrere Stunden lang meditieren, damit mein Verstand intakt bleibt. Erzählt mir von diesem Ort. Ich höre aufmerksam zu. Dieses Grab ist die Quelle. Wenn ich seine Tiefen erforschen kann, wird alles offenbart. Ich werde mir die Macht hier zunutze machen und damit die Galaxis in die Knie zwingen für den Imperator. Dann werde ich... Wer seid ihr? Was wollt ihr? Er ist auch schon verrückt. Konzentriert euch bitte. Ihr spracht von dem Grab im dunklen Herz. Ich... wartet. Ich erinnere mich. Ja. Ihr könnt bei meiner Forschung helfen. Ich werde euch in das dunkle Herz schicken. Ja, diesen Splitter habe ich aus dem Bauch des dunklen Herzens gezogen. Der Wahnsinn ruft danach. Es gibt zwei Wege, euren Verstand zu schützen. Tragt ihn bei euch, während ihr einen Pfad der Verwüstung durch die Bewohner der Albtraumlande schlagt. Das kann auch niemals funktionieren. Ich mache keine niederen Botengänge. Nein, nein, das ist nicht der Plan. Das ist nur der erste Schritt. Der Hass und die Pein eurer Opfer wird den Splitter aufladen. Dann müsst ihr die Energie des Splitters auf einen Vorantikus bündeln. Der Vorantikus wird den Wahnsinn verkörpern. Wenn ihr ihn tötet, werdet ihr diesen Teil der dunklen Macht beherrschen können. Ihr sagtet, ihr hättet zwei Möglichkeiten. Wie lautet der zweite Weg? In den Albtraumlanden gibt es Schreine, von Jedi errichtet. Dort könnt ihr den Wahnsinn aus dem Splitter herauslocken und zerstören. Eine weniger elegante Lösung, sollte aber funktionieren. Also, wollt ihr Bestien abschlachten oder die Schreine suchen? Na, was machen wir? Ich kann's kaum erwarten, Schmerz zuzufügen. Sehr gut, ja. Ihr werdet ein ausgezeichnetes Exemplar für meine Forschung abgeben. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr fertig seid. Ich sorge dafür, dass das Schutzritual abgeschlossen ist. Im Übrigen, ihr habt ja auch wirklich die Möglichkeit, einen Sith zu spielen, der sich der hellen Seite zuwendet. Und wie ihr jetzt gerade auch an der Mission merkt, es gibt die Möglichkeit, diese Mission auf unterschiedlichen Wege zu bestreiten. Wir haben uns jetzt hier für das Abschlachten entschieden. Und wir könnten aber auch zum Beispiel diese Sachen sammeln und an den Jedi-Schrein dann ganz normal verwenden. Kili kalia kuka. Chikospa ini gudad iji gliska chanagawa. Chaskruni dopat kurira dokanki kung. Braucht ihr Hilfe? Vielleicht könnte ich helfen. Piti dotenya go kaka jojo. Da biska ku paliya. Kuchusa yomata chitoya. Namka noya choski nawi. Euer Meister wird von mir hören. Entschuldigung. Se gota do muti si hasa da puño. Lies di woto. Also entschuldigen wollen wir uns nicht. Wofür auch. Gut. Legen wir mal los. Wir werden uns hier erstmal auf die beiden Sachen vielleicht konzentrieren. Die Artefakte und fremde Hilfe.
komm mal hier an. Die Gormax hier sind auch besessen in der Region. Und wir haben eine Bonusmission, wieder 10 Gormax zu töten. So, aber Artefakte haben wir jetzt hier nicht gefunden, ne? Achso, besiege die besessenen Gormax, ja. Okay, hier finden wir dann schon mal eines dieser Artefakte. Aber auch hier drin finden wir die besessenen. Okay, wir können es auch looten. Dann haben wir jetzt schon mal 2 von 8. So, das war's mit der Bonusmission. Die haben wir erledigt. Jetzt sammeln wir noch die letzten Artefaktfragmente. So, 5 von 8. Da kommt uns noch einer entgegen. So, hier hinten, ist das auch ein Artefakt? Ja. Sah so groß aus, deswegen... mal nachgeguckt. So, damit hätten wir dann hier schon mal alle Artefaktfragmente geholt. Ich würde sagen, wir nutzen die Schnellreise, um hier aus der Höhle wieder rauszukommen. Nicht, dass die meisten Gegner gleich schon wieder respawned sind. Und wir können die eine auch schon mal wieder abgeben. Das ist doch praktisch. Lord Korek. Euer Schüler sagte mir, dass ihr diese Artefakte haben wollt. Welcher Schüler? Ach, habt ihr etwa Solrak gesehen? Lebendig? Ich hätte nicht gedacht, dass er auch nur eine Sekunde in den Albtraumlanden überlebt. Geschweige denn, dass er jemanden eures Ansehens überredet, ihm zu helfen. Vielleicht habe ich den jämmerlichen Kerl doch unterschätzt. Er ist stark und dickköpfig. Als ich ihn traf, war er in schlechter Verfassung, aber entschlossen, sich zu beweisen. Ich bin gespannt, ob er es schafft, aus den Albtraumlanden zurückzukehren. Danke für die Artefakte. Gerne, gerne, Lord Korek. So, dann können wir nämlich von hier aus direkt mal weiter nach Osten gehen. Dort sollen wir die Quizfangs töten. Wahrscheinlich hier diese. Ne, Voranticus heißen die. Ah ja, das sind hier diese Hetzer. Okay. So, 2 fehlen noch. Benutze den Splitter bei einem Voranticus. Die haben wir ja gerade schon gesehen. Das sind die hier.
Reicht das schon? Wir hauen ihn mal ein bisschen runter. Und dann probieren wir es nochmal. Okay, das hat geklappt. So, wir gehen nochmal ein Stück nach hier, um den Bereich hier zu entdecken. Sollten wir dann ja jetzt schon geschafft haben. Okay, da gibt es noch einen weiteren Bereich. Dann folgen wir dem Weg einmal. So, was haben wir hier noch so? Ein bisschen Glitzerpulver. Ein paar Sachen. So, hier oben den Bereich wollen wir auch noch entdecken. Was haben wir denn hier? Eine Meditationstafel. Tja, was könnte hier sein? Noch ein Weltenboss? Wir können es ja mal versuchen. So schnell stirbt man nicht. Okay, wir kommen hier in einen Bereich. Ah, mit einem Datacron. Okay. Ja, Leute, hier ist ein Datacron. Falls ihr das sucht. Da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. So, da können wir hier natürlich wieder zurückgehen. Ja, das Datacron hier befindet sich wahrscheinlich in so einer Art Parallelebene. Das haben wir ja auch im Tempel der Heilung da schon gesehen. Bei den Prüfungen. Da sah das ähnlich aus. So, von hier aus können wir dann die Schnellreise auch wieder nutzen. Eben waren wir noch nah dran, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen weiter weg. Das geht dann doch ein bisschen schneller, wenn wir die nutzen. Jetzt habe ich was gut. So, und dann müssen wir einmal wieder auf den Berg hier rauf. Und mit Murbeck Gen sprechen. Ich bin fertig. Der Vorantikus war kein Problem. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Oh, ja. Ich habe euch in die Albtraumlande geschickt. Schon wieder zurück? Na gut. Dann zeigt mir jetzt den Splitter. Gut. Gut. Vollständig gereinigt. Ich werde diesen Test als erfolgreich verbuchen. Kann ich das dunkle Herz betreten? Bin ich ausreichend gegen den Wahnsinn geschützt? Ihr seid so gut geschützt, wie ich es vermag. Ob das ausreicht, wird sich zeigen. Nun, werdet ihr euch in das dunkle Herz wagen? Sirwin hat euch hierher geschickt, nicht wahr? Ja, ich bin sicher, das hat er. Nun gut, ihr seid ein ungewöhnliches Exemplar. Ich weiß nicht, was daraus resultieren wird. Die bestgehüteten Geheimnisse des dunklen Herzens liegen in den trostlosen Gängen. Was immer ihr sucht, es ist wahrscheinlich dort. Schauen wir uns an. Das schauen wir uns natürlich an, Leute. So, das Böse schlief nie ist hier, glaube ich, am nächsten dran. Lass uns mal dorthin. Ja, hier werden die meisten Leute verrückt. Schon komisch. So, hier bekommen wir noch eine Quest. Okay, wir laden die Koordinaten herunter und nehmen den Auftrag an.
Ja, leider sind diese Texte immer sehr schnell weg. Also man kann sie lesen, keine Frage. Aber vorlesen ist dann doch schon immer ein bisschen schwierig, weil die Zeilen dann immer relativ schnell weg sind. Habt ihr mit Sicherheit auch schon gemerkt. So, schauen wir hier einmal rein. Noch mehr Besessene. So, 9 entartete Gormax sollen wir töten. Das kriegen wir hin. Wenn es hier schon so eine schöne Gruppe gibt wie die drei, dann geht das auch relativ schnell. So, 3 fehlen noch. Hier stehen 2. Und da vorne die Patrouille nehmen wir noch dazu. Dann haben wir alle 3 voll. Und da hinten sollen wir dann mit dem Avatar des Zelmarkor sprechen. So, komm mal her. Auch schon mal anlocken, den Guten. So, Bonusmission ist abgeschlossen und der hier erwartet uns schon. Ich will euren Meister sehen. Ich bin nicht so weit gekommen, um mit einem Handlanger zu reden. Bringt euren Meister her. Okay, dann lass uns mal tanzen. Dass sie das alle immer nur auf die schmerzhafte Art und Weise lernen müssen. Ja, so ist das. Und tschüss. Ich stehe in eurer Schuld. Zelmarkor lebt noch, aber endlich bin ich von ihm befreit. Ich war so lange ein Gefangener der Finsternis. Ich muss mich dafür erkenntlich zeigen. Ihr habt Fragen. Meine Zeit ist knapp, aber ich werde beantworten, was ich kann. Sprecht. Wer seid ihr? Warum sollte ich euch zuhören? Mein Name ist Nemoktar und ich half einst den Jedi in ihrem Krieg gegen die Sith. Diese Kreatur, der ihr begegnet seid, war ein Avatar von Zelmarkor. Und ich bin einer derer, die sein Übel über uns alle gebracht haben. Ich will alles wissen. Wieso fangen wir nicht ganz am Anfang an? Vor langer Zeit kamen die Sith in unsere Welt. Für sie waren wir nur Tiere, denen sie keine Beachtung schenken. Doch dann kamen die Jedi und verfolgten sie. Für die Jedi waren wir Werkzeuge. Waffen im Kampf gegen die Sith. Ihr wurdet ausgenutzt. Die Jedi haben euch ihre Drecksarbeit erledigen lassen. Bevor die Jedi kamen,
gab es hier nur ein Volk. Wir baten um Macht und sie willigten unter der Bedingung ein, dass wir ihre Feinde bekämpfen. Wir wurden gierig, bestanden darauf, alle Geheimnisse der Macht zu erlernen und haben die Konsequenzen nicht bedacht. Die Machtrituale veränderten uns. Wer mit ihnen lernte, wurde ein Voss. Der Rest wurde zu Gormax. Die Voss sind in Wirklichkeit Gormax? Das ist neu für mich. Selbst mein eigenes Volk hat das vergessen. Ihr konntet es nicht wissen. Selmakor entstand durch die Teilung meines Volkes. Er ist die Dunkelheit, die diese Welt verschlingt. Er nährt sich aus Hass. Und solange mein Volk sich gegenseitig bekämpft, werden die Albtraumlande weiter wachsen. Bitte, Fremdling, kehrt nach Voska zurück und sagt meinem Volk, dass sie mit ihren Kämpfen die Voss bedrohen. Selmakor muss aufgehalten werden. Ja, interessant. So, lass uns mal schauen. Okay, es würde schon Sinn machen, vielleicht nach Voska einmal zurückzukehren. Machen wir das doch einmal. Ja, Leute, und wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge. Lasst auch gerne mal ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat. Und ja, damit unterstützt ihr mich natürlich auch, worüber ich mich sehr freuen würde. Und wir sehen uns dann ansonsten in der nächsten Folge wieder. Und ich warte dann so lange hier in Voska auf euch. Bis dahin.